Ja, Freunde, Audi ist ein bisschen zum Ankündigungsweltmeister geworden, weil der e-tron Q6 ja sehr spät kommt. Jetzt ist er aber da, wir probieren ihn aus, ganz detailliert für euch, wie ihr das kennt, in Plasmablau, so wie ja eigentlich die Launchfarbe damals vom e-tron, vom Ur-e-tron Sportback war. Den hatte ich ja, der so wild foliert war, vielleicht erinnert ihr euch dran. Und dann gucken wir uns alles ganz genau an. Ihr schaut vorbei auf Evium, denn ein ähnliches Auto, was ich euch dann verrate am Ende des Videos, welches es ist, wird es im Car of the Day Deal geben. Also da lohnt es sich wirklich jeden Tag reinzuschauen, denn manchmal kommen die, und ich habe ja gerade kein Video, und der Deal kommt ja dann unabhängig von den Videos, deswegen solltet ihr das nicht verpassen. Die sind oft zeitlich oder natürlich auch Stückzahl begrenzt. Meistens ist die Stückzahl das Problem, weil ihr die wegschnappt, nicht die Zeit. Deswegen lohnt es sich da auf jeden Fall reinzugucken auf Evium, liebe Freunde, und vielleicht auch mal zu gucken, ob ihr da preislich, was wir auch am Ende des Videos beim Kapitel Fahreindruck und Preise und Editionen behandeln werden, ob ihr da vielleicht Richtung Ur-e-tron schauen solltet, wenn ihr ein Auto dieser Größe für die Familie sucht. Ne? So, technische Spezifikationen dann auch nach dem ganzen Fahren in Stadt und Autobahn, dass wir dann darüber reden, was es da für Motoren gibt. Ich möchte euch nur mal kurz die Optik zeigen hier von dem Burschen. Er wirkt wirklich echt nice so von vorne, auch mit diesem runtergezogenen Spoiler vorne oder mit dieser runtergezogenen Front. Ja, es ist ein wirklich sehr schönes Design. Also Audi hat da auf jeden Fall seine Treue gezeigt zu seinen Formen. Also nichts Überwildes, aber trotzdem solides Audi-Design halt einfach eben. Mit diesen coolen Rückleuchten, wo du ja auch diese Annäherungsdings hast, ne, dass er dann die Grafik wechselt, wenn du dich annäherst, damit anfahrende Autos an der Ampel zum Beispiel merken, hoppla, ich roll dem auf, und dann blitzt das so. Das macht er dann über die Ultraschallsensoren. Ne. 2,4 Tonnen Anhängelast ist tatsächlich, so wie Audi sagt, Benchmark, aber ich sage es nicht, weil es Audi sagt, sondern weil es das ist. In dieser Fahrzeuggröße kannst du bei keinem Auto bei 4,77 Meter Fahrzeuglänge 2,4 Tonnen anhängen. Beim e-tron Q6 kannst du das. Ich habe übrigens als Wunsch geäußert, hier bei dieser Fahrpräsentation die Basis zu fahren. Leider ist jetzt die Basis dessen, was sie da haben, der Quattro. Es gibt nochmal einen Heckantrieb, dazu dann später im Video mehr. Aber es ist jetzt nicht der ultra teure SQ6, den die Masse vielleicht gar nicht will, auch aus Reichweitengründen, sondern halt der normale, aber mit S-Line. Deswegen ja auch dieses Logo hier, so erkennt ihr das. Kofferraum 526 Liter. Das sollte eigentlich für die Familie genügen, ist aber auch nicht der größte Kofferraum in der Klasse. Ganz speziell in diesem Video werde ich euch öfters mal eure Aufmerksamkeit auf den Peugeot E5008 lenken, der nicht in dieser Klasse unterwegs ist, aber wer aufs Geld schaut, ist dort vielleicht besser aufgehoben. Klar hast du hier natürlich krassere Technologie, braucht man gar nicht zu verheimlichen, 800 Volt gegen 400 Volt. Ja, das ist gar kein Geheimnis, und hier hast du ein Luftfahrwerk optional, und es ist ein Audi, ja, aber der Peugeot ist schon echt gefährlich nah dran, so an den Deutschen, in dem, was er kann. Assistenzsystem, Routenplanung, schaut euch mal mein Video dazu an. Und natürlich, dass er 7 Sitze bietet. Bei nur 2 cm mehr Länge hast du 916 Liter Kofferraumvolumen, während es hier halt 525 sind. Ja, dafür hat der Peugeot aber keinen Frunk. Das hat der Q6 e-tron schon. Und das ist eine gute Nachricht, denn bislang stand ja der Q4 e-tron wiederum auf der MEB-Plattform von Volkswagen, was so viel bedeutet hat wie, es gab auch keinen Frunk, weil die ganze MEB-Plattformbasis keinen Frunk hat. So, dann merkst du auch sofort, du hast einen Haubenlift und dann halt einen wirklich richtig fetten Frunk. Der hat 64 Liter, da passt einiges rein. Da brauchst du also nicht traurig sein, kannst du sogar als Kabelwischwasch, wenn du schmutzige Schuhe vom Sport hast oder was auch immer, kannst du da einfach reinknallen und musst nicht deinen Fahrgastraum damit vollsiffen. Das war also eine wirklich gute Entscheidung. Also platzmäßig ist das gut, vor allem für 4,77 Meter. Da sind ja auch die Mitbewerber mit drin in dieser Kategorie, so von der Größe her, also Model Y, iX3 und so. Dazu kommen wir später auch noch. Die geschlossene Front mit den neu designten Audi-Ringen, Frontkamera, Kamerasystem probieren wir dann natürlich auch noch aus. Ne? Und an dieser Stelle natürlich ein Hinweis. Wir sind jetzt gerade bei so einem großen Autowechsel. Ich werde euch darüber in einem Video dann updaten. Ich wollte ja schon immer die ganze Familienflotte in Anführungsstrichen elektrisch, voll elektrisch machen, und wir strukturieren jetzt gerade richtig krass um. Also wirklich für jemanden, der so an Autos hängt und auch, also richtig krass umstrukturieren wir gerade. Und da musste ich natürlich auch wieder mit der Versicherung in Verbindung treten, weil muss ja jedes Auto wieder neu versichern oder abmelden oder was auch immer. Und hier bei so einem Auto ist es schon nicht verkehrt, wenn du mal zumindest drauf stiehlst auf die Helvetia EK-Versicherung. Die habe ich.
Aber auch unser T7 ist bei Helvetia versichert, unabhängig davon, dass es kein E-Car ist, im klassischen Sinne, weil Plug-in-Hybrid und mein EQS natürlich. Und da ist eben der Vorteil, dass du kopfschmerzfrei bist, weil du jeden fahren lassen kannst, weil du keinen eingeschränkten Nutzerkreis hast und weil deine Kasko nicht steigt, also deine Einstufung nicht steigt, wenn du Schäden meldest. Im Gegenteil, du hast sogar den Vorteil, wenn du keinen Schaden hast, kriegst du sogar noch 15% vom Jahresbeitrag zurück und kriegst 10% durch mich überhaupt auf deine Jahresbeitragsprämie. Und das ist halt einfach eben auf Elektroautos spezialisiert, diese Versicherung, dass da zum Beispiel dein Kabel, deine Wallbox und alles versichert ist eben, was halt vielleicht bei anderen Versicherern nicht so ganz ins Detail geht. Das ist so diese rundum kopfschmerzfreie Lösung. Checkt es doch einfach mal aus, lasst euch ein Angebot machen. Kann ja sein, dass ihr mit eurem Anbieter günstiger seid, aber wäre es immer so, dann hätte ja die Helvetia durch meine Videos nicht so viele tolle Abschlüsse, über die sie ja so glücklich sind. Und ich natürlich auch, wenn ich meinen Partner glücklich machen kann. Guckt es euch an, Helvetia IK-Versicherung. Und ich habe euch eigentlich schon alles, dieses Plasmablau ist echt schön, wenn die Sonne drauf scheint, gell? Ich habe ihn damals folieren lassen, weil er mir zu schlicht war, aber mittlerweile stehe ich ein bisschen mehr so auf Understatement. Ich habe so Phasen irgendwie komischerweise und das sieht schon wirklich sehr, sehr schön aus. Das ganze Auto ist wirklich super schick, wenn er da so steht mit dem hellen Leder. Können wir auch vielleicht mal kurz die Sitze zeigen, weil was mir positiv aufgefallen ist einmal das Eis von Francesco, das er einfach gnadenlos in den Fußraum geworfen hat. Hat es keinen Platz. Und hier Isofix, ein dritter Isofix-Punkt, das war ja mein großer Kritikpunkt am Peugeot E5008. Der hat 7 Sitze und hat, wusstest du gar nicht, weil du ja nicht mit dabei warst, hat nur 2 Isofix-Punkte. Was? Ja. Echt? 2 Isofix-Punkte für einen 7-Sitzer. Das musst du dir mal reinziehen. Super Familienauto. Super Familienauto auf jeden Fall. So, hier nochmal ne, so der Platz hinter mir auch. Ihr schaut, vielleicht habt ihr schon mein Weltpremieren-Video gesehen. Also mein Pass dahinter ist jetzt aber nicht gigantisch groß. Das muss man auch sagen. Und diese Sitze sind hell und das mit dem Blau außen finde ich einfach mega geil. Ja? Und dann zum Thema Laden kommen wir auch noch. Fangen wir mal an mit einem Positivaspekt und der beginnt direkt mal auf der Autobahn. Wo könnte man besser ein Auto testen als auf so einer Strecke? Schaut euch das mal an, Baby. Also dieses Lenken, also Autobahn, auch wenn wir nur 71 fahren, schaut euch mal an, wie dieses Auto lenkt. Kurz Lenker anfassen, damit ihr weißt, dass ich da bin. Schaut euch mal an, wie der hier den Berg hochlenkt. Das ist ja ein Träumchen. Also solche Kurven sind jetzt nun wirklich nicht selbstverständlich. Schildlesefunktion ist ein bisschen gaga, weil die 50 gelten für die rechte Spur, nicht für uns hier. War aber auch ein bisschen missverständlich beschildert. Aber schaut euch das mal an. Schau mal, wie der lenkt. Sehr gut. Das ist ja mega, oder? Ja. Schau mal, auf so einer Strecke. Es gibt ja viele Menschen, die solchen Systemen nicht vertrauen. Aber jetzt schon, hey, so eine Serpentine runterwärts, da muss man so ein System mal wirklich zeigen und auch loben. Das funktioniert fantastisch. Wir haben hier 2 verschiedene Spurführungslinien. Schraffiert links, rechts komplett durchgezogen. Jetzt fasse ich nochmal an, damit er weiß, dass ich da bin. Jetzt bremst aber auch ab, weil es ist eingestellt, fahrroutenbedingt. Ja, das war bei Audi schon immer ein Problem, selbst bei kleinen Kurven. Damals, als ich noch den e-tron hatte, hat er mich halt abgebremst, auch der Q7 meiner Frau damals. Auch obwohl ich mir gedacht habe, was, das ist doch keine Kurve, was bremst du mich da ab? Aber der macht's. Sind die jetzt hier links gefahren oder wo? Gesehen. Ja, das ist natürlich toll. Aha. Okay, geil. Ja, jetzt haben wir die Arschkarte gezogen. So, warum hat hier das Navi zum Beispiel nichts gesagt? Ich habe ein gigantisches Head-Up-Display vor mir mit, super geil. Hier können wir doch mal drauf fahren, oder nicht? Ja, das ist jetzt halt hier die Frage. Du bist jetzt im Ausland, was du auch mal bist, wenn du in Urlaub fährst. Und ich habe jetzt absolut keinen Dunst, wo es lang geht. Das ist halt kein Deutscher, ne? Der hätte schon rumgefuchtelt und rumgehupt. Ja, das Problem ist jetzt einfach, wir sind falsch gefahren, weil das Navi trotz des riesigen Head-Up-Displays mir diese Abzweigung nicht gezeigt hat. Sowas geht, finde ich, gar nicht bei einem normalen, also bei einem neuen System. Ich bin zwar auch ein Spezialist, ich verfahre mich schon mal gerne, aber das ist jetzt wirklich madig. Jetzt lobe ich gerade so den Lenkassistenten, also der ist wirklich top. Das ist schon wirklich Spitzenklasse, weil Fahrkomfort ist für mich wichtig. Ich wollte ja gerade sagen, viele vertrauen auf solche Systeme nicht. Aber ich habe gerade auch, wir verkaufen ja den T7 und was und wie und wo, das erzähle ich euch noch in einem anderen Video. Und der Käufer zum Beispiel, der sich auch als Carmaniac-Zuschauer entpuppt hat, ihm sind so die Schuppen richtig von den Augen gefallen, als er gesehen hat, dass ich bin. Weil das Auto, das er kauft, hat er ja erst durch das Video kennengelernt. Er wusste gar nicht, dass es den T7 gibt. Also ganz lustig. Und als ich ihn auf der Autobahn habe fahren lassen mit dem Auto, habe ich ihm gesagt, lass ruhig los, probier es einfach mal aus, wie gut der T7 lenkt. Und
hat sich zum Beispiel nicht getraut. Also es gibt viele Menschen, die davon gar nichts haben, weil sie gar nicht so gerne sowas nutzen, weil sie diesem System nicht vertrauen können. Ich möchte euch aber hiermit zeigen, das kannst du. Ganz speziell, wenn du von einem älteren Auto wechselst, was sowas vielleicht halt noch nicht kann, auf diesem Level, diese Modernität, das funktioniert wirklich spitzenklasse. Das ist für mich auf der Autobahn ein A und O, dass ein Auto ein entsprechend gutes Fahrerassistenzsystem hat. Und das ist schon wirklich geil. Also da muss ich schon... Wirklich. Gute Nachricht und schlechte Nachricht, wenn ihr an eine solche Ladesäule kommt im Ausland. Die gute Nachricht ist, wir haben hier SB-Waschboxen, sowas ist mir persönlich immer wichtig. Dann baller ich immer das Crazy Car Maniac Insektenentferner im Ausland aufs Auto vorne drauf und spüle ab. Meine Frau kennt das schon, die muss ja nicht mal mehr mit den Augen drehen. Ich mag das einfach immer mit einem sauberen Auto fahren. Die schlechte Nachricht des Tages ist, es ist nicht so ganz mit dem Stromnetz wie in Deutschland. Selbst bei einem wirklich High-Performance-Anbieter wie Ionity nicht. Ne? Du hast ja die Vorteile, dass du die Ladeleistung nicht teilen musst. Ne? Du steckst an und kriegst die volle Ladeleistung für dein Auto. Jeder hat nur eine Ladesäule und muss sich halt eben die Leistung nicht teilen. Aber wenn du so ein bisschen Netzprobleme hast im Ausland, was in Frankreich oder Spanien schon mal gerne passiert, dann kriegst du halt leider nicht die volle Ladeleistung. Gut und schlecht zugleich. Schlecht, weil wir können jetzt nicht die Ladekurve filmen, wie ich das ja immer mache, wie wir das sonst tun. Aber ich filme sie mal trotzdem und dann können wir schauen, wie das unter Nicht-Idealbedingungen passiert, wofür weder das Auto etwas kann, weil perfekte Akkutemperatur, noch aber die Ladesäule, ja? Sondern halt eben das Stromnetz hier. Das ist jetzt natürlich Meckern auf hohem Niveau, weil wir haben bis jetzt mit 230 kW geladen, aber ihr werdet gleich an der Ladesäule sehen, also an der Ladekurve, die ich für euch einblende, dass er erstmal eine ganze Weile, ein paar Minuten lang bei 148 kW hing. Und dann gebraucht hat, bis er auf 230 kW hochging. Jetzt sind wir bei 53% und 189 kW. Ab diesem Moment blende ich das für euch ein. Filme ich bitte so, dass ich dann rechts sozusagen noch hier so die Ionity einblenden kann. Ne? Also dass hier von mir noch Platz ist rechts. Und dann seht ihr mal, wie die Ladekurve verläuft in einem Nicht-Idealfall und wie weit man eigentlich damit wegkommt von diesen angegebenen 21 Minuten. So viel braucht er nämlich bei dieser Akkugröße, 95 Netto-Kilowattstunden und braucht 21 Minuten von 10 bis 80%. PPE-Plattform, wie beim Porsche Macan, heißt also, du bist sehr schnell. Bei 270 kW Ladepeak, die haben wir heute hier leider nicht gesehen. Ich wiederhole nochmal, liegt nicht an der Säule, nicht am Auto, weil ich habe immer die Ladepeaks auf deutschem Raum oder auch im Ausland, sofern das nicht Spanien oder Frankreich war, mit Ionity-Säulen messen können. Und zwar so, dass es auch immer das erreicht hat, was das Auto kann. Sogar mit 366 kW schon mal Lotus, habe ich gemessen. Und auch mit dem Taycan, ne, geht schon. Was ihr hier wissen müsst, die PPE-Plattform und dieses... Das ganze Ladespektakel ist leicht unter dem, was der neue Taycan kann. Der Taycan ist halt noch mal krasser. Der hat nochmal marginal mehr Akku und schafft das Ganze in 18 Minuten, also noch mal 3 Minuten schneller. Das ist schon nicht zu unterschätzen, aber das brauchst du im Alltag ja nun auch wirklich nicht. Das ist ein SUV, da hast du die Familie mit drin, bis du zur Raststätte gelaufen bist, bis alle gepieselt haben. Also heißer gekocht als gegessen wird, also 21 Minuten ist toll. Ist aber auch das, was ich mittlerweile erwarte, wenn man sieht, dass es in der Q6-Klasse ankommt, dass das halt auch andere können. Und viele sind leider weit weg davon. Ich habe ja schon das Pendant dazu angesprochen, was vielleicht attraktiv für euch ist, wenn ihr auf den Geldbeutel gucken müsst, den Peugeot E5008, weil der ja bei mir wirklich sehr positiv hängen geblieben ist als Familienauto, auch sogar mit 7 Sitzplätzen. Da hast du halt bei einem viel, viel kleineren Akku knappe 30 Minuten und der hat nur 73 Kilowattstunden. Also das ist... das ist schon so das, was ich jetzt halt erwarte. Das ist eine Top-Ladeleistung, nur der Taycan kann es halt schneller. So letzten Endes. Wenn ihr auch auf chinesische Autos gucken wollt, kann zum Beispiel der Xiaopeng G9 Ähnliches erzielen, auch mit dem 800-Volt-Ladesystem. Dann habt ihr halt aber kein deutsches Auto. Je nachdem, wie ihr das so seht. Jetzt gucken wir nochmal zur Ladesäule. Hoppala. Entschuldigung, danke. Gucken wir nochmal zur Ladesäule. Müsst ihr auch niesen, wenn es hell wird. Nein. Du nicht, ne? Aber meine Kiddies haben das von mir geerbt. Ja. Ja, ja. 172 kW jetzt bei 61%. Der Taycan wäre hier jetzt zum Beispiel noch bei über 300.
Das ist dann halt der Unterschied. Wir laden jetzt seit 15 Minuten, haben bei 9% angesteckt, also ist ein Top-Ladeergebnis. Bin jetzt nun mal wirklich gespannt, jetzt machen wir hier einen Cut, wie sich das schlechtere Laden durch das schlechtere Stromnetz hier auf die wirkliche Ladedauer auswirkt, wie weit wir von dieser Werksangabe von 21 Minuten weg sind. Ihr könnt ja eure Tipps abgeben jetzt in den Kommentaren. Was denkt ihr, wie viel länger dauert das jetzt dadurch, dass wir unsere Peak-Ladeleistung nicht kriegen? Also ich tippe auf anstatt 21 Minuten, was sagst du? Ich sag's. 26. Nee, so viel nicht. Maximal 24, maximal 3 Minuten Unterschied tippe ich. Also 24 Minuten anstatt der 21. Aber Francesco sagt 26, ich sag 24. Was sagt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Jetzt seht ihr noch die Ladesäule durchlaufen, dann seht ihr ja sowieso schon das Ergebnis. Power in this coalition. We just turned the field into a demolition. It was desolate, but I had premonition. I was training for war every exhibition, every extra mission, every enemy listening. Get off my dick, I got bad intentions. Make it right every wrong, and I'm back with a vengeance. I show you the ropes. Peace in my time. Mann, bin ich gut. 24 Minuten auf 80%, wie ich es prophezeit hatte. Also, wir verlieren 3 Minuten dadurch, dass die Ladeleistung nicht der entspricht, die wir eigentlich kriegen müssten. Aber hey, wir sind jetzt selbst bei nicht perfekter Performance weit vor dem, was andere Autos mit dieser Akkugröße schaffen, dank des 800-Volt-Systems. Natürlich auch dank der Tatsache, dass du halt an Säulen stehst, die halt auch 800 Volt unterstützen und so. Also das ist doch ein gutes Ergebnis. Geht ein bisschen besser, wenn man halt die entsprechende Netzleistung hier hat. Mei. Also ich weiß nicht, was sagt ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich habe es aber gerade schon in meinem Video auf Ungarisch vorangegangen gesagt, dass es natürlich so eine Sache ist, wenn du jetzt hier an die Tankstelle fährst im Ausland, hast du halt mit dem Verbrenner trotzdem nicht das Problem. Aber wir sind hier jetzt im Ausland und die Zapfpistole gibt nicht so viel. Also das ist halt nach wie vor so ein Problemchen. Und das Problem ist, es gibt so viele Flaschenhälse, weil einmal könnte man das Auto beschuldigen, ist hier nicht schuld. Einmal könnte man die Ladesäule beschuldigen oder den Anbieter, ist hier nicht schuld. Aber der Ladenetzanbieter ist halt dann schuld in diesem Fall. Und es ist halt immer irgendwie jemand schuld, aber das Ergebnis ist, man kriegt halt nicht die Performance, die man eigentlich bezahlt oder die halt auch der Anbieter gibt, weil ja, das Endergebnis zählt. Das ist halt so, das ist halt immer so ein bisschen das Problem bei der Elektromobilität, aber natürlich auch nur auf hohem Niveau gemeckert, weil 24 Minuten haben wir trotzdem geschafft. Jetzt können wir weiterfahren. Und während dieser Weiterfahrt gucken wir uns jetzt mal an, wie der Wagen eigentlich verbraucht. Wie weit kommen wir nach diesen nachgeladenen 24 Minuten? Wie viele Kilowattstunden haben wir geschafft? Das würde mich auch doch noch mal interessieren. Wir sind jetzt zwar schon bei 82, aber haben 74 Kilowattstunden nachgeladen. Mal schauen, wie weit wir damit kommen. Ach übrigens, was ich euch jetzt natürlich nicht dazu gesagt habe, direkt im Vergleich zum Macan, den ich ja gefilmt habe in Frankreich, habe ich jetzt mal in mein eigenes Video reingeguckt. Da siehst du deutlich, dass es hier halt am Netz liegt, dass er nicht das zieht, was er könnte. Da zum Beispiel haben wir bei 6% oder so angeschlossen oder 8 und er hat sofort auf 280 kW ist er rein. Sogar 280, nicht 270, so wie das der Audi sagt. Oder Porsche und Audi ist ja genau das Gleiche. Der kann genau das Gleiche wie der Macan. 280 kW und bei 53% war der noch bei über 200 kW, während wir hier schon bei 179 waren. Also es gab hier definitiv ein Netzproblem. War aber wirklich interessant mal zu sehen, was das eigentlich zeitlich ausmacht. Also das geht schon deutlich besser. Der Wagen kann das besser, die Säulen können das besser. Muss halt nur nicht die Montagsladestation oder Anbieter, wie heißen die denn hier, Autopistas erwischen. Mal, kann mal passieren, aber ist ja nicht so schlimm, oder? So, jetzt kommen wir zu den noch ausstehenden Sachen, meine Lieben, die wir hier thematisieren wollen. Und das ist zum Beispiel der Fahrkomfort. Autobahn, ja, das ist ja so eine Sache, also sehr, sehr wichtig. Und ich muss sagen, Applaus, Applaus, weil dieses Fahrwerk ist unglaublich, unglaublich komfortabel. Also ich habe das ja schon mit dem Macan festgestellt, wo ich ja das nicht erwartet hätte, dass das Auto so angenehm, so Mercedes S-Klasse-like schon ist. Und wir sind hier eigentlich fast so auf demselben Level. Ich sage fast, weil ich habe jetzt nicht mehr so 1:1 im Kopf, was der Macan gemacht hat. Aber ich kann mir kaum vorstellen, noch komfortabler zu reisen als so. Also mehr muss es wirklich nicht sein, mit Family an Bord und Co. Eine Sache fällt mir auf, hört ihr das? Warte, pass mal auf. Das ist so ein dauerhaftes Rauschen, was ich zunächst einmal dachte, es wäre Radiorauschen. Aber dann habe ich die Medien komplett leise gemacht und hier von der A-Säule kommt irgendwas. Ich vermute und hoffe sehr stark, dass das auf Basis eines
einer undichten Türdichtung ist oder sowas, weil das ist wirklich furchtbar. Also das ist, ich weiß nicht, also das hört man die ganze Zeit und das nervt auch ziemlich. Und das schon bei Geschwindigkeiten um die 110 herum. Ist ja immer noch da, in selber Intensität. Jetzt hört's auf. Ab 90 wird's leiser. Na, wie gesagt, also ich hoffe, dass das nur bei diesem Pressetestfahrzeug so der Fall ist. Also der Komfort ist sagenhaft. Das, die Federung, jetzt ist es so, du kannst ja wählen, ob du eine Luftfederung willst, also ein Luftfahrwerk, ja oder nein. Selbst beim SQ6 e-tron ist es nicht Serie, sondern Stahl. Kannst dann mit diesem Dynamikpaket oder wie das heißt, separat dann nochmal ein Luftfahrwerk dazu kaufen. Ich empfehle das halt immer, weil es schon wirklich maximaler Komfort ist. Also wenn ich denke, ich kann es so haben wie hier und weniger komfortabel, dann nehme ich es natürlich so. Allerdings ist das natürlich immer mit Mehrkosten verbunden. Ich hätte mir das auch beim SQ6 ehrlich gesagt, also für 93.800 Euro kann man ja wohl ein Luftfahrwerk erwarten, oder? Schon, ja. Vor allem, wenn du Richtung e-tron guckst, Q8 e-tron, da ist ja das Luftfahrwerk Serie. Ist ja nochmal eine Klasse drüber, ist ja der große Bruder. Ja, aber den gab es ja ab 72 mit dem kleinen Akku oder so. Aber ohne. Irgendwie sowas. Aber ohne. Nee, bei dem e-tron war schon immer das Luftfahrwerk dabei. Echt? Schon damals, als ich den e-tron gefahren habe. Also deswegen verstehe ich das jetzt irgendwie nicht so. Vielleicht haben sie das auch geändert, ich weiß es nicht. Ja, also ich finde es gut. Okay, haben wir jetzt gehört. System. Wie kommen wir klar mit dieser Navigation? Jetzt gehen wir mal da drauf mit der Kamera, damit wir das mal sehen. Also, das schaut schick aus. Wir haben ja hier auch diese Spurführungen, ne, dass er das anzeigt. Wir sehen das hier. Allerdings wäre dieser Strich nicht so dick, würde ich damit ehrlich gesagt besser klarkommen. Das ist ja hier, die ganze Struktur ist ja komplett neu. Ja, also da musst du dich wirklich dran gewöhnen. Du hast ja hier diese Shortcuts seitlich. Mit deren Hilfe, ich mache das auch bewusst deswegen auf der Autobahn, weil du ja hier ein intuitives Bediensystem brauchst, letzten Endes, das dir auch sagt, hey, hier fahren, da fahren, wie komme ich jetzt von hier zum Beispiel schnell auf die Einstellungen, so nämlich, um die Fahrerassistenzsysteme zum Beispiel einzustellen, ne? Warnton bei Geschwindigkeit, ja, Warnungen, hier, oh Gott, also es ist schon viel auf einmal. Was ich zum Beispiel jetzt bislang nicht gefunden habe, ist, wie man das ausmacht, dass er andauernd piept, wenn du schneller als die erlaubte Geschwindigkeit fährst. Ne? Diese EU-Richtliniengeschichte, da kennt ihr ja schon. Ne? So, jetzt gucken wir hier, wir kommen in Bilbao an mit 81%. Schön und gut, wir wollen aber wissen, wie es um die Navigation bestellt ist, sprich Routenplanung. Deswegen unterbrechen wir das jetzt mal und ich sage ihm, ich bin da. Das ist schön. Solche Themen kann ich dir vielleicht in Zukunft beantworten. Okay. Wie kann ich dir helfen? Navigiere mich nach am Bulham 1 Jever. Pulsat in Basauri. Möchtest du die Zielführung starten? Aber schau mal, hier ist am Bulham Jever. Also was soll das? Warum am Jever am Bulham. Ich starte die Zielführung. Vor allem hier habe ich es diktiert. Hier stand, das seht ihr vielleicht über die obere Kamera, versuche ich es euch einzublenden. Hier hat das ja sogar verstanden. Ja. Am Bulham als Jever und dann Pulsat, ja. Irgendwas. Keine Ahnung, verstehe nicht. Gut, wie schaut es aus mit der Laderoutenplanung? Das würde ich mir doch schon mal gerne angucken, weil mich das natürlich doch interessiert. Du kannst das hier übrigens, diesen Routenhinweis wegklicken, kannst hier wahrscheinlich das aufmachen, aufklappen und dann sehen wir hier die ganze Geschichte, was uns so alles erwartet. Allerdings, boah, ich weiß nicht, findest du das gut so? Wir sind schon sehr verwöhnt von den anderen Systemen. Also ja, aber du, ich bin ja gerade, als du nicht dabei warst, den Peugeot E5008 gefahren. Das ist halt alles übersichtlicher, finde ich. Als ja. Hier jetzt, find weil... Nicht übersichtlich. Ne? Finde ich auch nicht gut. Nicht, gell? Nein, nein. Weil der ballert dir hier jetzt rein so, wo ist das? Was ist plus 18 Minuten? Also klar, du kannst jetzt da drauf gehen. So ist das natürlich wieder eine andere Sache. Ne? Hier sehe ich, ich komme mit 5% an und muss 18 Minuten lang auf 64% laden. Okay, also ich gehe jetzt da zum Beispiel drauf, kann jetzt zum Beispiel auch gucken, ah, hier haben wir zwei, aber warum sind das zwei Laden? Hey, also das ist für mich unverständlich, entschuldige. Was soll das jetzt heißen? Plus 33, was heißt das? Muss ich jetzt zweimal laden an der oder was? Was will mir das jetzt sagen?
So, hier kannst du gucken in der Nähe, was es da in der Nähe dieser Ladesäule gibt. Das finde ich immer ganz wichtig, vor allem wenn man mit der Familie unterwegs ist, von der Croissanterie, ne? Da kannst du zum Beispiel eindeutig schon in Frankreich wohl, diese Ladesäule. Was die kann, 475 kW, wage ich mal zu bezweifeln. Kannst halt, ne, also das hier alles gucken, das ist schön und gut. Ich finde nur diese Anfangsdings finde ich überhaupt nicht geil, ne? Also klar, ich weiß, das ist die erste, die zweite, bla bla bla. Wir bleiben also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wann kommt die? Ich weiß nicht. Also ich finde das nicht praktisch gemacht. Also Audi hat dieses System schön überarbeitet, keine Frage, weil es einfach moderner ist. Das hier ist mir aber persönlich einfach zu... und dann steht bei der jetzt zum Beispiel, La Ben Est, steht jetzt hier bei der zum Beispiel, ist ein Audi HPC, 6 von 6 steht hier nicht mehr. Ist jetzt zwar auch irrelevant letzten Endes, wann die übernächste Ladesäule, was die so, wie die so ausgelastet ist. Aber ich hätte es halt schon schön gefunden, wenn man das hier also strukturiert sieht, welche Anbieter zum Beispiel. Ich sehe jetzt hier nicht, also hier steht überall ein Audi-Zeichen. Aber das hier ist jetzt zum Beispiel Total. Das hier ist jetzt zum Beispiel Frattel oder was das ist. Das hier sind zwei Ionities. Was soll das heißen? Also ich weiß ja gar nicht, was das heißt. 550 Kilometer, also die Entfernung. Die, ist das die nächste 745? Was hat die mit der zu tun? Also ich finde es leider gibt es hier einen Punktabzug, liebe Freunde, für die Laderoutenplanung. Wenn wir jetzt hier rausgehen aus diesem Menü, dann könnt ihr hier natürlich einstellen, was auch sehr, sehr wichtig ist, Ladeeinstellungen, wie es ausschaut mit dem Ladezustand am Ziel und auch dem Ladezustand an der Ladesäule. Das finde ich ganz praktisch, weil du möchtest ja vielleicht anders ankommen am Ziel als an der Ladesäule. Das finde ich ganz cool. Ich finde auch mittlerweile, ehrlich gesagt, diese Darstellung ganz geil. Wir haben hier jetzt Satellitenkarte an, sieht gut aus. Wie ist die Reaktionszeit? Hackelt nach wie vor, oder? Ja. Francesco, was sagst du? Hackelt, oder? Ja, ja, natürlich. Zoom in, zoom out. Schau mal, ich will jetzt zum Beispiel angucken, okay, was hat es mit dieser Ladesäule auf sich? Da zoome ich jetzt mal drauf. Gut, man muss auch sagen, das ist ja jetzt auch Satellitenkarte. Müsste man vielleicht mal deaktivieren. Nehmen wir mal raus. Ja. Jetzt probieren wir es wieder. Hackelt aber auch. Also es ist nicht flüssig. Ne? Nee. Ich weiß nicht, warum das die Deutschen nicht hinkriegen. Also es ist ja nicht Audi allein unterm Strich, sondern es sind halt viele verschiedene. Und hier siehst du aber, das finde ich ganz gut, du siehst zwei von zwei, ne? Und damit knüpfen wir hier direkt schon städtisch an und reden jetzt auch mal weiter über das Auto per se. Also dass du hier zum Beispiel siehst, zwei von zwei frei, 7 kW finde ich aber auch eine sehr komische Angabe von einer Ladesäule. Die hier kann 22 kW, da wiederum sehen wir wieder nicht mehr die Auslastung und es sind auch wirklich sehr, sehr kleine Symbole, die ich auch nur sehr schwer anklicken kann. Du musst dir also wirklich die Zeit nehmen, dich also stehen zu bleiben. Eigentlich ist es während der Fahrt ist ein bisschen schwierig und das machst du ja mal während der Fahrt, dass du sagst, hoppla, da ist das Hotel oder der Termin. Hier können wir laden, schon mal, da ist eine Ladesäule, was kann die, da mal ran zu zoomen. Ich bin hin und her gerissen. Ich finde das schon geil. Generell, und damit kommen wir zum Innenraum, finde ich die Aufmache mega geil. Das liegt aber auch daran, dass ich finde, dass es höchste Zeit war für Audi, etwas Neues zu machen, weil gerade heute auf dem Weg hierhin habe ich mit Francesco darüber gesprochen, er fährt ja den A6 mit also den Plug-in-Hybriden und Francesco meinte, wieso, ist doch schön mit den Displays, ist es auch. Es ist nur mittlerweile echt überholt, diese zwei Displays, die, von der Größe her, von der Usability und da verstehe ich dann auch wirklich nicht, warum zum Beispiel jetzt Audi dieses System nicht in den e-tron GT reingepackt hat. Haben ja viele kritisiert in dem Video. Uralt System so von der Aufmache her. Ja, das Auto hat jetzt halt auch ein paar Jahre auf dem Buckel und die Elektromobilität entwickelt sich schnell. Mir gefällt das super geil. Will auch gar nicht so viel über den Innenraum sprechen, weil das hatten wir ja schon bei der Weltpremiere. Der Tacho ist schön groß modern. Es ist aber auch zerklüftet. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel geteilt, wenn ich hier rüber will, dann muss ich hier so, ne? Kann man das abspielen? Weil ich wollte euch unbedingt noch die Soundanlage zeigen, mache ich gleich, vergesse ich nicht. Hier, also es ist schon sehr überladen, findest du nicht? Ja, ich finde es auch sehr unruhig. Also unruhig hier, Ready, Max, Max, das ist hier dann so Rekuperation und keine Ahnung was. So, hier mal die Luftfeder über diese, wow, über diese Bodenwellen, die macht dann immer wieder Spaß. Also du gleitest jetzt wie so ein fliegender Teppich eigentlich. Ja, Achtung, hier so drüber, passiert dir ja schon mal, das ist butterweich.
Absolut genial. Na, Bilbao ist jetzt auch perfekt, um die städtische Effizienz zu messen. Also ich finde das hier einfach zerklüftet, weil sehr viele Sachen auf mich einprassen. Hier auch, das ist gut, weil ich mag ja viele Informationen. Wo sind Parkhäuser, Apotheken, keine Ahnung, was ist gut. Wir haben ja das Co-Drivers Display, das mit dabei ist. Allerdings echt interessant von der Anordnung her, weil normalerweise ist es ja in einer Ebene, völlig egal, bei Mercedes oder bei Porsche. Hier ist das nochmal angewinkelt. Also ich habe gar nicht so den Indikator, da drauf zu gucken. Hier die Holzleiste, das ist weich. Das ist sogar weich, nur die Umrandung, wie auch bei Porsche, ist hier in diesem Plastik. Das ist aber hart jetzt. Das ist hart, nur damit ihr mal den Materialcheck wisst. Das ist so ein speckiges, etwas weicheres Kunststoffmaterial, aber taugt mir nicht, weil es so speckig ist. Sieht halt aus wie in diesen alten Mercedes, wo das schon abgenutzt ist. Hier unten Hartplastik at its best. Und ich hatte gerade das Thema, ich update euch dann schon mal in einem anderen Video darüber, was das Thema bei Bestellung von jemandem angeht. Nimmt man jetzt bei einem Auto, wo es optional verfügbar ist, Ledereinstiegsleisten, ja oder nein? Und das ist ein ähnlicher Typ wie ich. Video folgt, der sagt, ich möchte kein Hartplastik. Jetzt hat er das aber doch nicht genommen wegen Kindern, wurde ihm sogar davon abgeraten. Weil du zerkratzt das mit den Schuhen. Und schweren Herzens hat er doch die Plastikeinstiegsleisten genommen, anstatt belederte. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, es ist robuster, es sieht aber auch beschissen aus, finde ich, Leute. Also, wer jetzt zum Beispiel keine Kinder hat, boah, da traue ich mich nicht rein, da war so ein komisches Schild mit Kamera und so, dass du gar nicht rein darfst. Wer jetzt keine Kinder hat, kann das nehmen. Wer Kinder hat, da verstehe ich es schon. Aber das ist halt mir an der Tür, verstehe ich es nicht, weil ich meine, was für einen Klumpfuß hast du oder was für Bauernschuhe hast du an, so riesige mit Dreck voll? Warst du gerade auf dem Kartoffelfeld? Oder wo warst du, dass du nicht ein- und aussteigen kannst, ohne andauernd mit deinen Schuhen die Türtasche zu streifen? Und das ist mir wirklich, findest du nicht, dass das zu hart Plastik ist? Ja, aber bei überall jedem anderen auch. Ist ja nichts Neues. Ja, aber das ist ja ein bisschen bezogen, wenigstens bei manchen so. Ja, aber ist doch bei Mercedes und BMW nicht anders. Ja, letzten Endes nicht. Hier, na, das ist auch nochmal verkleidet bezogen. Das finde ich schön, dass man hier diesen Achsen, also überall, wo du hinguckst, ist super schick. Natürlich sehr viel Piano, das wollen wir euch nicht verschweigen. Hier nochmal so eine Handy-Dings. Also da, wo man das Handy lädt, hier oben, das ist zum Beispiel echt extrem unpraktisch. Hier, ne, geh mal dahin mit der Kamera, damit man das mal sieht. Hier muss ich mein Handy hinstecken, damit ich es laden kann. Und da ist hier alle auch so wenig Platz irgendwie. Das hat man so ein bisschen komisch durchdacht. Mittelarmlehne auch mit Platz ordentlich drin. Hier halt viel Piano. Getränkehalter sind an der richtigen Stelle. Also mir gefällt da innenrum nicht. Nicht? Gar nicht. Wieso das? Also ich würde mir jetzt nicht kaufen. Mir gefällt da nicht. So aufgeregt. Die Mittelkonsole ist hier ein Deck. Billig. Ich fühle mich im Q4. Also nicht gut. Wo denn? Wieso denn? Aus wie im Q4. Also, das hier meinst du? Ja, das hier einfach nichts Hochwertiges. Das gefällt mir nicht. Okay. Also nicht zu diesen, also nicht, wenn ich den Q8, dann lieber den Q8. Also vom Interieur. Dann nehme ich lieber das alte Display, aber die mehr Wertigkeit mit den Knöpfen, ja, und so meinst alles du mit dem. Ist einfach schön. Der Gangwahlhebel, das schaut aus, schon mal den Gangwahlhebel. Das schaut aus wie ein VW, Mann. Ja, ich verstehe dich. Ich allerdings bin eher positiver beeinflusst von dieser Displaykulisse und dem Ganzen hier, weil das hat mich bis jetzt echt immer gestört. Deswegen würde ich zum Beispiel jetzt einen aktuellen Q8 nicht kaufen, weil er genauso aussieht wie der bisherige von innen. Das langweilt mich. Die Displays finde ich halt eben gut. Das Lenkrad finde ich auch gut, weil das hier, ne? Die Tasten sind, funktionieren auch gar nicht ganz gut. Ne? Es ist also nicht Touch, sondern schon haptisch. Tempomat, Wahlhebel nach wie vor hier drunter. Das Leder finde ich jetzt nicht so hochwertig von, aber ich weiß auch nicht, das sind so, ich glaube, das sind so, wie hat er sie genannt, der Stefan? Dieses Material, irgendwas mit so wie Veganza, bei BMW, so irgendwie Leder, oder? Veganes Leder, irgendwie sowas. Deswegen ist wahrscheinlich das Lenkrad auch so. Das Head-Up-Display finde ich mega geil, weil das wirklich ganz auf andere Art und Weise mal die Informationen so reinfliegen lässt, weil dieses Augmented Reality ist ja jetzt nun nicht mehr neu. Die Sitze finde ich eigentlich auch ganz gut. Was lustig ist, ist dieses Bedienteil hier seitlich in der Tür, wo du Licht hast, ne? Das Licht, die Lichteinstellung, Spiegeleinstellung, Gott sei Dank mit Knöpfen, Sitzmemory. Also es ist echt interessant gemacht, weil es jetzt nicht mehr hier ist, sondern hier alles. Allerdings auch hier, ja gut, diese Kunststoff mag ich, weil er ist glatt, ist okay. Das hier hätte man aber auch mit irgendwas einfassen können. Ich weiß nicht, also das Holzdekor kann man natürlich auch anders nehmen, ist ja klar. Ne? Dein Display ist ausgegangen, woran liegt das? Du siehst es noch nicht. Okay, weil bisher habe ich es nämlich schon gesehen, deswegen frage ich noch. Ja. Die Sitze sind sehr bequem, die Federung ist wirklich sehr bequem. Jetzt Sitzlüftung kann ich hier zum Beispiel anstellen, die können wir auch mal direkt ausprobieren. Hui!
Kommt auch direkt ganz. Ah, du hast sie sogar schon an. Das ist das Pusten, was ich die ganze Zeit von deiner Seite höre, ja. Nein, aber nicht das Windsäuseln, was ich vorhin angesprochen habe. Also ich bin ein bisschen hin und her gerissen von der Innenraumaufmache. Ihr seht schon, Francesco ist zum Beispiel überhaupt nicht begeistert. Ich finde das schon sehr schön. Also absolut modern hier, musste aber auch sein. Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist halt hier so unten und ein bisschen das Menü hier. Aber daran gewöhnst du dich ja auch. Das muss man fairerweise auch dazu sagen. Ist ja jetzt nur, weil ich das Auto neu nutze und so viele Autos nutze und dann vielleicht ein bisschen überfordert bin. Die Soundanlage wollte ich euch zeigen, Leute. Das machen wir doch mal. Weil ich war sehr, sehr überrascht hiervon. Wartet mal. Ich gebe jetzt mal am Bullham noch mal ein. Ich war wirklich komplett perplex davon, was jetzt hier abgeht. Bitte nehmen Sie die dritte Ausfahrt. Das kommt halt einfach eiskalt aus der Kopfstütze. Und das ist ein bisschen komisch und merkwürdig, aber du hörst es auch umso besser. Und wenn hier jemand quatscht, ich denke da an meine Familie nahe, wo Tohu Wohu ist andauernd, und man mal eine Navi-Ansage überhört, das passiert dir hier nicht. Fühlt sich aber auch so ein bisschen komisch an, wie als wenn irgendwie eine Frau nach vorne gelehnt wäre von hinten und die ganze Zeit in deinen Nacken redet. Das ist ein bisschen komisch, wo aber eine Kopfstütze Navigationsansagen macht, ist auch Musik. Und das wollen wir jetzt mal ausprobieren, extra für euch, wie sich das so anfühlt. Und dafür habe ich einen Song schon rausgesucht vorher, nämlich wo ich keine GEMA-rechtlichen Probleme kriege, weil ich muss ja so eine Plattform zahlen für die ganzen musikalischen Einblendungen, die ihr hört, bei Ladesäulen oder bei Zeitraffern. Übrigens auch so eine Sache, muss ich ja auch zahlen, ne, für, also als Lizenzgebühr. Das kann ich dann aber hier auch einspielen. Und wir bleiben mal, damit jetzt die ganzen Hobbypolizisten sich auch aufregen können, hier per Seguridad, ne, direkt vor einer Garageneinfahrt stehen, nur damit ihr den Mundschaum nicht kriegt. Machen wir hier mal auf. Und zwar habe ich Hip-Hop ausgewählt und etwas epischer. Moment. So. Das ist jetzt ein Song, liebe Freunde, ziemlich im Stil von Lil Nas X, das ist sehr geklaut, aber egal, die Musikrichtung ist perfekt, um das zu zeigen. Achtung! Kannst du hier auf Einstellungen? So geklaut, oder? I told you long ago on the road that was what they waited for. Es ist eine geile Anlage. Es ist wirklich eine gute Anlage. Bang & Olufsen ist das, ne? Und der Sound ist echt cool. Und durch diese Kopfstützen macht das halt echt Spaß, da auf jeden Fall Musik zu hören. Hast du die Warnblinkanlage angemacht? Nein, du? Ich habe das nicht angemacht. Nein? Nee. Ach, du bist jetzt, der Jakob macht sowas immer. Wenn ich dann so Stauende auf der Autobahn, dann drückt er so die Warnblinker. Was bist denn du für ein Deutscher? Sagst du, am Stauende drückt man die Warnblinker. Habe ich gesagt, ja, aber nicht, wenn alle schon gebremst haben. So. Naja, also schau mal die Kamera. Guck. Richtig gut. Mhm. Fett. Bisschen hell aber, oder? Bisschen hell, ja. Also ein bisschen kraftlos. Aber egal, also der Boden war ein bisschen kraftlos. Können wir aber gerne nochmal ausprobieren, weil bei so einem Auto ist es ja vielleicht nicht uninteressant, wie das Parken geht. Jetzt fahren wir mal aber hoch auf den Hügel. Ne? Guck mal, wie hier die Federung ist, wenn es vorne reingeht. So, pum. Boah, geil, oder? Drehen hier mal um. So, hier ist die Rückfahrkamera. So schaut die aus. Gucken wir mal, was wir für Perspektiven haben. Das interessiert mich immer sehr wegen Felgenkamera. Aha, hintere Felge, sehr gut. Und Zentimeteranzeige gibt es auch. Vordere Felge gibt es. Ja, herzlichen Dank, Audi. Und was für eine perfekte Perspektive. Keine Felgenradierer mehr. Das ist geil so, ne? An jeder möglichen Stelle. Du kannst halt hier, ne, überall alles auswählen. Ist ein bisschen blöd gemacht, finde ich, so vom Auswählen her. Aber sonst kann man da schon echt nicht meckern. Jetzt gehen wir mal auf die vordere Kamera. Wie macht man das? Was ist das? Nee. So. Bisschen verzogen, aber sehr gut von der Auflösung her so. Letzten Endes ist es gutes Kamerasystem. Ja? Ich bin jetzt gespannt, was er städtisch verbraucht, der gute e-tron. Wir fahren hier jetzt städtisch durch Bilbao, waren wir auch noch nie. Und also generell überzeugt mich dieses Auto schon sehr. Man merkt schon, es ist ein sehr modernes Auto. Aber
Es ist zerklüftet im Menü und der Francesco zum Beispiel sagt zu diesem Innenraum, taugt mir nicht so. Was sagt ihr? Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr es mal so seht vom Eindruck her. Na, hier ist es ja auch bezogen, das finde ich sehr gut, auch mit dem Hell, dass das hier, das wirkt hochwertig. Alles im Sichtbereich ist hochwertig. Wo man dann halt mal nicht guckt, ist dann ein bisschen viel Plastik verbaut. Mich stört aber diese Kulisse, das mit dem Piano, es ist halt in vielen Autos so. Ist die Frage, was wünscht man sich da alternativ? Gucken wir mal noch kurz den Wendekreis, wenn wir über dieses städtische Kapitel sprechen. Weiß ich jetzt nicht in Metern, aber scheint gut zu sein, weil ich allein schon sehr viel einschlagen kann. Ihr seht schon, wie viel ich den Lenker drehen kann. Und es ist hier auch wirklich eng. Ja? Und dann wollen wir noch mal kurz hier über die Motorenvarianten reden. Was haltet ihr davon? Yeah, let's see how you do under pressure. Oh. Yeah, I've been wanting this shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Okay. Ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Extra, extra. Nun, Freunde, bevor wir ja noch über die Motoren sprechen, wollte ich ja noch eine ganz wichtige Sache, die wir ermittelt haben, hier für euch mit auf den Weg geben. Das ist der Verbrauch. Bilbao ist jetzt nicht die perfekte Stadt, um das zu ermitteln, weil es geht andauernd bergauf. Wir haben auch viel gestanden, zum Beispiel als wir die Soundanlage gecheckt haben, haben wir ja auch gestanden. Das zieht ja den Verbrauch auch immer nach oben, weil die Klimaanlage läuft. Wir haben jetzt bei 24 Grad Außentemperatur 6,9 Kilometer abgefahren. Unter wirklich blöden Bedingungen, also für einen Verbrauch blöden Bedingungen, haben 20,1 Kilowattstunden geschafft. Das ist doch schon ganz gut. Somit schaffst du so im urbanen Bereich oder städtischen Bereich 475 Kilometer mit diesem Akku, was mehr als in Ordnung geht. Unterm Strich können wir damit sagen, wenn du dieses Auto zu Hause lädst, so wie ich, für 28 Cent die Kilowattstunde, zahlst du 5,60 Euro auf 100 Kilometer. Das ist schon tipptopp. Und wenn du noch klüger bist, nimmst du deinen Stromtarif von E.ON.T., weil bei E.ON.T. kriegst du ja einen Hausstromtarif und das getrennt vom Autostromtarif. Und beim Autostrom kriegst du für jede geladene Kilowattstunde, die du lädst, 10 Cent Rabatt auf deinen Hausstrompreis. Heißt, statt 28 Cent zahlst du 18 Cent die Kilowattstunde. Und dann sind wir plötzlich nur noch bei, jetzt aber Kopf rechnen, wenn man mal mit 20 Cent rechnet, weil nicht jeder hat ja den gleichen Strompreis, bist du ja bei 4 Euro auf 100 Kilometer. Das ist schon brutal. Und du kriegst auch noch aktuell 100 Euro Startguthaben mit dem Carmaniac-Code Carmaniac 111, also 111 Euro Startguthaben, Entschuldigung. Und damit kommst du schon ordentlich weit mit dem Karren. Also ich bin jetzt nicht enttäuscht von diesem Verbrauch, er ist jetzt bei 19,7, 14 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit ist wahnsinnig niedrig und ich habe schon viele Autos erlebt, die kleiner sind, leichter sind und mehr verbraucht haben bei so einer Fahrweise. Gut, aber was ist denn da eigentlich dahinter bei diesem Auto? Also was treibt ihn an? Das wollen wir jetzt herausfinden. So Leute, wichtig, was treibt das Auto an? Ne, welche Varianten gibt es? Wie viel kostet der ganze Spaß? Wie viel verbraucht er auf der Autobahn und wie fährt er sich? Zunächst einmal, um anzuknüpfen an das vorherige Kapitel, wo wir auf der Autobahn gefahren sind, wie viel verbraucht er? Also ich konnte jetzt keinen herkömmlichen Carmaniac-Effizienztest machen mit topografisch Ausgleich, die ganze Zeit 130 fahren, andauernd kommen Mautstellen, 80er-Zonen, 50er-Zonen mitten auf der Autobahn. Das zerschießt es völlig. Also habe ich mich entschieden zu nullen und zu gucken, wie wir bis hierher fahren. Und wir sind in San Sebastian von Bilbao halt aus der Richtung gekommen und ich habe die Topografie mal aufgezeichnet. Ihr seht, wir sind hier gestartet, hoch und runter. Also von unser tiefster Punkt war 7 Meter und der höchster Punkt 267. Es geht hier sehr bergauf und ab. Aber man sieht ja mal so ein bisschen, wie das so wäre, wenn ihr hier im Ausland unterwegs seid. Weil es ist ja meistens auch in Portugal immer sehr bergig und auch in Frankreich hast du halt immer solche Autobahnen. Und wir sind 130 km/h Tempomat gefahren, wenn wir konnten. Wir wurden eigentlich nur durch die Mautstelle aufgehalten, hatten 110 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit durch das Navi und auch durch dieses Programm ermittelt. Und wir waren bei 22,7 Kilowattstunden. Das ist gar nicht schlecht. Das ist halt noch realistischer letzten Endes als durch den topografischen Ausgleich, weil wenn du jetzt in die andere Richtung fährst, hast du es jetzt wahrscheinlich genauso. Ne? Und das heißt, dass du bei dieser Akkugröße von 95 Kilowattstunden ja so fast deine 400 Kilometer schaffst. Das ist ganz gut für die Autobahn, vor allem bei der Nachladegeschwindigkeit tut der Stopp umso weniger weh. Hat ja mein Porsche Taycan Roadtrip gezeigt. Ne? Alle 380 Kilometer mal kurz anhalten, wie wir gemacht haben.
dann kurz mal nachladen. Bei der Nachladegeschwindigkeit ist das genial. Allerdings eine Sache, die ich nicht so genial finde, bevor wir zum Fahreindruck generell kommen, ist, dass du hier halt mit dieser 11 kW Geschichte wieder Vorlieb nehmen musst über Typ 2. Du hast zwar zwei Ladeseiten, das finde ich auch ganz cool, je nachdem, wo die Wallbox oder die städtische Ladesäule hängt, aber 11 kW am Anfang, 22 kW wird nachgeliefert. Das ist wie beim Taycan, das ist wie beim Macan. Ja, schade bei der Akkugröße, dass es das nicht optional zumindest schon von Anfang an gibt. Das ist so ein Minuspunkt in meinen Augen. Fahreindruck. Beziehungsweise die Editionen und dazu dann der Fahreindruck. Also, das Auto gibt es im Konfigurator, könnt ihr gucken, ja auch mit einem Heckantrieb. Dann kommt der Quattro, den wir haben, weil den Heckantrieb hätte ich lieber genommen für den Test, um noch mehr so diese Basisgeschichte zu zeigen. Den haben sie aber jetzt nicht im Portfolio für Tester in dieser Fahrveranstaltung. Das heißt, ich habe den Quattro genommen mit der S-Line. Günstiger als so geht es nicht. Los geht das ganze Spiel mit der Heckantriebsvariante bei 68.800 Euro. Das ist der Einstieg bei diesem Auto. Dann hast du einen Heckantrieb mit 225 kW oder 240 kW, wenn du über Launch Control startest. Willst du eine Allradvariante wie diesen hier, dann bist du bei 285 kW, auch über Launch Control, also es bleibt bei dieser Zahl. Übrigens, der Heckantrieb beschleunigt in 6,7 Sekunden von 0 auf 100, schafft 210 km/h. Selbige Höchstgeschwindigkeit hier, 210 km/h, sowie 5,9 Sekunden von 0 auf 100. Das hat sich jetzt nicht so, also das sind ja immerhin 367 PS, das dürfen wir nicht vergessen. Und das hat sich irgendwie gar nicht so vehement angefühlt. Also mir persönlich, der ich bin in meiner Individualität, fehlt es ein bisschen an Wumms. Dafür ist es halt ein sensationelles Reiseauto, ein toller Cruiser. Ja, also das Fahrwerk, das ist schon wirklich unnachahmlich gut mit dem Macan zusammen. Also die sind wirklich fantastisch gemacht. Ich weiß jetzt natürlich auch nicht, wie er sich ohne Luftfahrwerk fährt. Aber das ist schon wirklich tipptopp. Und deswegen ist er eher ein Cruiser als ein Racer. Wer dann wirklich noch mehr Power haben will, geht dann auf die Allrad-Variante, den SQ6. Der hat dann 385 kW respektive, Entschuldigung, 360 kW und über Launch Control Start 380 kW und kann damit in 4,3 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigen und schafft 230 km/h, also ein bisschen schneller. Bei dem habe ich euch vergessen, den Preis zu sagen. Also es geht los, Heckantriebsvariante 68.800 Euro. Dieser hier kostet 74.700 Euro und der S kostet 93.800 Euro. Jetzt muss man sich natürlich bei der Basisvariante die Frage stellen, ob man nicht lieber 7.000 Euro drauf tut, auch wenn das nicht wenig Geld ist, aber dann kriegst du einen Q8 e-tron. Allerdings natürlich dann in der absoluten Basis, ja, aber weit auseinander sind sie dann preislich so sehr gar nicht dafür, dass eine ganze Klasse dazwischen ist, aber das ist hier halt eine neue Plattform. Ladegeschwindigkeiten und Co. bist du halt hier 800 Volt gegen 400 Volt, also das ist das, was ich am Anfang gemeint habe. Kannibalisiert dieser hier den Q8? Ja, wenn es darum geht, das Gesamtpaket zu betrachten, weil das Nachladen schon essentiell schneller geht, er kompakter ist und dadurch halt, ne, wir dürfen ja nicht vergessen, das Auto ist mit 4,74 Metern ja nochmal gute 13 cm, ja 4,77 Meter, 13 cm kürzer als der e-tron, der Q8. Und damit natürlich auch wendiger zu fahren, bietet es nicht unbedingt so viel weniger Platz, bis auf Kofferraum ein kleines bisschen. Aber es ist das bessere Gesamtpaket tatsächlich und auch moderner vom Innenraum natürlich. Materialanmutung geht natürlich der Punkt an den Q8, aber gesamt sparst du dir halt dann natürlich auch nochmal Geld. Ja, und hast hier das modernere Auto, ganz klare Sache. Wie er sich fährt, auch in Kurven und sowas, also auch wenn du im Dynamic-Modus fährst, ist halt ein SUV, ist härter, das merkst du auch im Dynamic-Modus, aber am Ende des Liedes ist es dann doch ein SUV und er fährt sich definitiv nicht so, wie ich das von meinem e-tron S damals kenne, der wirklich wie ein Porsche SUV war, ne? Mit diesen Schlappen, mit dieser verbreiterten Spur, der klebte auf dem Asphalt. Dieses Feeling hast du hier nicht, allerdings haben wir ja auch nicht den S ausprobiert, muss man fairerweise auch sagen. Das ist so der Punkt, ja. Wie ist mein Eindruck davon? Also er sieht wirklich besser aus, als man denkt, so aus Erinnerung heraus. Ist wirklich ein schickes Auto, hat natürlich auch was Asiatisches durch die schlanken Scheinwerfer und so. Ne? Das ist halt, habe ich euch ja schon gesagt. Es ist ein toller Mitbewerber gegen iX3, gegen die chinesischen Modelle, die es da gibt, zum Beispiel Xiaopeng G9, aber es fährt ja hier in Deutschland eigentlich keiner. Die meisten kaufen das nicht. Model Y natürlich von Tesla ist da natürlich auch ein Mitbewerber.
und diese Fahrzeuggröße halt so im Allgemeinen. Ich bin nach wie vor, also ich würde natürlich den hier nehmen, wenn ich die Wahl habe, aber wenn es der Geldbeutel nicht erlaubt, dann ist der Peugeot E5008 meiner Meinung nach momentan so das perfekte Pendant dazu, denn wenn ihr abwartet, kriegt ihr genauso einen Akku, 96 Kilowattstunden. Und das bei wesentlich mehr Kofferraum, bei einer genauso wirklich sehr, sehr schönen Optik. Ihr müsst halt nur vorlieb nehmen, was ihr in meinem Video gesehen habt, mit einer madigen Ladeleistung. Aber ich weiß nicht, wie es beim großen Akku ist. Und halt nicht das Audi Prestige, aber den kriegst du dann halt vollgeballert für, sagen wir mal, 67.000 Euro. Da, wo der noch nicht mal anfängt. Also da seht ihr mal den Unterschied. Also Audi hat mit der PPE-Plattform auf jeden Fall gezeigt, dass man einen draufsetzen kann, weil in der Klasse gibt es jetzt momentan nichts, das diese Ladeleistung liefert, ja, aber er kommt sehr spät. Auch vom Design her ist er nicht mehr ganz so 2024, wie das jetzt vielleicht noch letztes Jahr der Fall gewesen wäre. Mir gefällt er gut, es ist ein guter Allrunner, aber er ist halt auch nicht günstig. Wenn du da halt Ausstattung reinballerst, bist du da mal locker flockig bei 85.000 Euro und das muss man sich auch mal leisten können. Ja. Auf Evium findet ihr Sonderdeals mit dem Evium Car of the Day Deal, genau deswegen haben wir sowas. Da kommt übrigens auch der iX3, nur mal so für euch zur Info. Da könnt ihr dann zuschnappen, wenn ihr den dann als Pendant wollt oder BMW-Fans seid. Und da könnt ihr dann natürlich auch den Kostenvergleichsrechner nutzen, mal auf dem Gebrauchtwagenmarkt gucken, was es da gibt. Mein Tipp, vielleicht den bisherigen, den Ur-E-Tron, der ist auch noch toll. Der ist wirklich auch noch ein tolles, solides Auto. Die gibt es wirklich für Brot- und Butterpreise mittlerweile, auch im Leasing. Ja. Und ja, das war's. Iont verlinke ich euch unten zum Daheimladen, damit ihr Geld spart. Effizienztechnisch war das ja super in der Stadt. Ihr könnt aber gerne euren Senf dazu abgeben unten in den Kommentaren. Muchas gracias, so wie man hier sagt, an diesem rostigen Gebäude. Und dann bis zum nächsten Mal.